Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir ist der Jonathan. Hi, ich bin's wieder. Ja, und wir wollen euch gerne dieses Fahrzeug euch mal heute vorstellen. Was genau für ein Fahrzeug haben wir? Genau, das ist der Karakor 700 MEG von Weinsberg, der voll integrierte, kompakt, aber trotzdem schön groß. Also alles, was man braucht, auf kleinstem Raum verstaut. Habt ihr Lust, dabei zu sein? Bleibt dran, es geht sofort weiter. Ja, Jonathan, wir stellen von Weinsberg dieses Fahrzeug Karakor vor und sag uns doch dazu mal so ein bisschen ein paar technische Daten. Klar, gerne. Wie man es von vorne vielleicht schon ein bisschen erkennen kann, ja gut, kein Herstellerlogo, aber hier drunter versteckt sich ein Fiat Ducato mit 160 PS. Der hat jetzt einen Schalter, gäbe es natürlich auch mit Automatik. Jetzt, wenn du von oben mal ein bisschen schaust, siehst du auch die ganze Länge von dem Teil. Der ist 7,41 Meter lang, hat von vorne oder überall eine Breite von 2,32 Meter und ist 2,90 Meter hoch. Also trotz dessen eigentlich ganz kompakt, aber alles da, was man gebrauchen kann. Ja, wir laufen schon einmal um das Fahrzeug herum. Also ein Gesamtpreis. Ich blende das hier noch einmal ein. Ich hoffe, ich kann es für euch abbilden. Die Scheibe spiegelt etwas von 89.900 Euro. Und das gleiche Design in etwa wie die anderen Fahrzeuge, die wir ja in den letzten Videos schon vorgestellt haben. Jetzt das Modell von Weinsberg. Und wir gehen weiter um das Fahrzeug herum. Genau, von vorne, wir sehen es, wir haben ein Schiebefenster, was ich als Beifahrer öffnen kann, dass ich auch Luft bekomme. Die nächste Öffnung, die Tür. Die Öffnung für die Toilette, die Kassettentoilette, kennen wir mittlerweile auch schon aus unseren Videos. Ich denke, die brauchen wir nicht nochmal aufmachen. Ja, kennen wir. Und dann haben wir hier wieder ein Fach. Genau, haben wir wieder unseren Gaskasten. Bei dem noch nicht serienmäßig die Duo Control von Truma nachgerüstet, kann man natürlich jederzeit gerne tun. Und denkt bitte auch daran, die Filter einzubauen. Ganz genau. Ja, als nächstes Fach haben wir die Heckgarage, die natürlich auch beidseitig wieder öffnen geht. Und der Jonathan macht das mal für uns. Er ist jetzt hier auf der anderen Seite. Wir haben hier auch wieder jede Menge Staumöglichkeiten und das Fahrzeug hier im Heckbereich ist nicht nur belüftet, sondern auch beheizt. Ganz genau. So dass wir gerade auch, wenn man im Skiurlaub ist, die nassen Kleidungen hier reinhängen können als Beispiel und auch da trocknen können. Hier unten haben wir wieder die Verzurschiene, gerade auch im Bereich der Ladungssicherung, wenn wir Fahrräder und ähnliches, E-Roller, was auch immer mitnehmen. Und ja, ich komme jetzt mal rüber zu dir auf die andere Seite. Und wir schauen uns aber auch dazu nochmal den Heckbereich an. Ganz genau. Ihr seht oben, die Rückfahrkamera ist da. Das heißt, auch beim Rangieren kein Problem. Macht das Ganze deutlich einfacher. Guter Blickwinkel und ein gutes Blickfeld, muss man echt sagen. Ja. Genau, wenn wir hier wieder in die Garage schauen, sehen wir oben in dem einen Regal ein bisschen Bordwerkzeug. Das heißt, auch bei kleineren Pannen können wir uns selber damit helfen. Mhm. Dann haben wir Alufelgen, also auch eine schöne Bereifung. Dann als nächster Punkt wieder die Belüftung von der Truma-Heizung. Und was sehen wir hier? Ganz genau. Wir haben wieder die Serviceklappe, ne, mit dem Wassertank, der Befüllöffnung und der Revisionsklappe. Die beiden Ablassventile für Frischwassertank und den Brauchwassertank. Ne, unseren Stromanschluss oben in der Ecke, die Halterung für den Blue Water Wasserfilter. Und hinten in der Ecke, wie wir es im letzten Video auch schon mal gezeigt haben, der Frostwächter, der das System wasserlos schaltet, sobald das unter knapp 5 Grad Celsius geht, sodass die Leitungen nicht auffrieren können. Jawohl. Als nächstes der
Dieseltank mit AdBlue. Ich denke, auch das ist den Zuschauern bekannt. Und wir haben eine große Seitentür. Ja, eine große Aufbautür für den Fahrer. Wir werfen schon einmal einen Blick auch hier hinein. Aber alles andere würde ich sagen, wieder vom Fahrzeuginneren. Große Außenspiegel, also auch hier wirklich ein schönes Fahrzeug. Ja, wir gehen mit Jonathan in das Fahrzeug hinein. Eine schöne, große, breite Aufbautür. Ich gehe einfach schon mal vor. Wir haben hier die Trittstufe. Und wenn wir in das Fahrzeug jetzt hier reingehen, ich schwenke schon einmal aus dem vorderen Fahrgastbereich hier rum zur Sitzgruppe und dann schwenke ich mal nach hinten, Küchenbereich, Schlafbereich. Aber wir fangen wie immer im vorderen Bereich an. Es ist ja unter diesem ganzen Aufbau ein Fiat. Genau, das Chassis, das ist ein Ducato. Der ist jetzt auch auf 4 Tonnen aufgelastet. Das heißt, ich habe auch trotzdem Fahrzeuggewicht und dem, was ich dabei habe, eine gute Zuladung. Mhm. Ne, man sieht es, eine Klimaanlage haben wir schon drin. Wir haben hier vorne die Premium-Akuti-Sitze. Also jede Menge Extras, die wir schon. Ich zeige euch das hier gerade mal, die Sitze. Wieder beide Seiten natürlich drehbar, sodass wir einen schönen Platz hier generieren können, wenn wir irgendwo mit der Aussicht dann aufs Meer schauen. Und Navigation, also das, was man natürlich benötigt, ist vorhanden. Ja, wir haben jetzt mal beide Sitze für euch gedreht und oben drüber haben wir das Hubbett, was auch hier ganz einfach nach unten klappen geht. Können wir natürlich jetzt hier mal nicht direkt zeigen, weil dazu müsste man die Fahrersitze nach vorne umklappen. Dann geht das Bett natürlich ganz nach unten. Ich schwenke mal hier oben rein. Also für auch erwachsene Personen jede Menge Platz. Absolut. Ja, über der Eingangstür haben wir dann hier wieder unser Bedienpanel für die Heizung, für die elektrische Stufe hier unten. Gerade mal gucken, nee, es ist momentan ausgeschaltet, aber wir haben auch hier die Möglichkeit, die Füllstände, Frischwasser, Abwasser, alles zu sehen. Genau, wenn wir im Eingangsbereich anfangen, du hast gerade schon angesprochen, oben die Bedienpaneele für die Heizung, für den Wassertank, für alles. Daneben ne, der Knopf für die Frontverschattung, lässt sich elektrisch hoch und runter fahren, dass die Frontscheibe verdunkelt ist. Ne, wir haben hier einen schönen Spiegel, dass wir uns anschauen können. Und unten ein kleines Täschchen zum Beispiel für die Tageszeitung. Mhm. Dann direkt dahinter verbirgt sich der große Kühlschrank. Machen einmal auf. Oben mit Gefrierfach, also auch hier jede Menge Verstaumöglichkeiten. Wir haben einen Spiegel, hallo. Ja, unten drunter eine kleine Klappe, wo ich noch Dinge verstecken kann. Ja. Und dann stehen wir schon in der Küche. Bevor wir aber wieder in die Küche gehen, zeigen und verraten wir auch dieses Feld hier. Ich schwenke mal hier rein. Ich hoffe, ich kann es hier abbilden. Ja, also hier ist die Möglichkeit, einen Fernseher zu integrieren, der dann hier rausgefahren kommt, um ganz einfach aus dem vorderen Bereich auch Fernseh zuschauen. Ja, wir sind jetzt im Küchenbereich. Oben drüber haben wir wieder große Verstaumöglichkeiten. Öffnet doch da bitte mal eine Klappe, wo wir Dinge einlagern können. Genau, hier ist jetzt ne, im Standbetrieb die Sitze hier vorne für die Sitzbank versteckt. Das heißt, ne, im Fahrtbetrieb kann ich hier natürlich mit 4 Leuten fahren.
wenn ich stehe, brauche ich nicht unbedingt. Da finden sie da oben ihren guten Platz, ohne dass sie im Weg rumliegen. Ne? Und hier noch ein bisschen weiteres Zubehör, ne? Das ein bisschen versteckt ist. Im Küchenbereich haben wir einen Drei-Flammen-Kocher, die Spüle, große Schubfächer, Besteckkasten, Gasbedienelemente zum Ein- und Ausschalten sozusagen. Auch hier für Töpfe größere Dinge, die hier verstaut werden können. Eine weitere Serviceklappe, wo man aber auch Dinge noch verstauen kann. Aber denkt bitte auch daran, wir haben auch nur eine bedingte Nutzlast. Genau. Ja, als nächster Punkt sehen wir eine separate Dusche, wo man auch hier wunderbar dann auch seiner Körperpflege nachkommen kann. Und wenn hier die Dusche ist, ich gehe jetzt mal in die Dusche rein und schwenke mal so rum, dann hast du nämlich eine weitere Tür, die wir hier auch schließen können. Somit können wir ein, ja, ich sag mal, Raumbad generieren. Genau. Ich zeige euch dann auch gleich noch mal von der anderen Seite, wie das aussieht von vorne. Ja, hier aus dem Küchenbereich, wenn die Tür geschlossen ist, kann die eine Person auch sich im hinteren Bereich wieder fertig machen. Und die Gäste oder eben der Partner, wer auch immer, können sich im vorderen Bereich aufhalten. Ja, dann schwenken wir noch mal in die Toilette hinein. Die Toilette selbst hat hier unten wieder Staumöglichkeiten für die Utensilien, die man im Bad benötigt, zu verstauen. Auch im oberen Bereich überall auch Softclose. Das ist wunderbar. Ein kleines Heki. Und wie sollte es auch anders sein, die Toilettenanlage. Genau. Genau, wir haben hier im hinteren Bereich unser schönes großes Bett bzw. die zwei großen Einzelbetten. Oben mit jeder Menge Staufächern, auf der linken und rechten Seite jeweils mit so einer Art Gummizug, dass nichts rausfällt. Und hinten wieder die großen Schränke mit Softclose, sodass Platz für jede Menge Klamotten, Utensilien ist. Aber für Klamotten habe ich hier unten sogar noch zwei Fächer. Zur linken auch mit einer Klappe, wodurch ich unten nochmal an die Heizungssysteme kommen kann, aber trotzdem auch noch Sachen drin verstecken kann, wie zum Beispiel ein paar Schuhe oder sowas. Und auf der anderen Seite genau das gleiche, auch schön oben mit einer Kleiderstange, sodass ich da meine Klamotten aufhängen kann. Und ihr seht es, hier unten drin liegt ein Brett und zwei Polster. Ne? Ihr wisst es bereits von den anderen Fahrzeugen, wir können hier oben das Bett verbreitern, ne? Und die zwei Polster drauflegen, sodass wir eine größere Liegefläche haben. Ja, eine weitere Verstauklappe, und das ist auch sehr schön, geht als Durchreiche in die Heckgarage. Und das ist auch mal eine schöne Sache. Gerade vielleicht auch Leute, die einen Vierbeiner, so einen kleinen Hund zumindest haben. Ja, somit kann man ihn in der Heckklappe in eine Box tun, kann diese hier öffnen und kann auch während der Fahrt mal den Hund sozusagen im Auge behalten. Ja, du hattest es gerade angesprochen, dass man hier diesen Bereich, der jetzt hier, wo meine Hand ist, zurzeit geöffnet ist. Also wir haben hier offiziell zwei Einzelbetten, aber du hast es ja angesprochen, wir können daraus eine große Liegewiese machen. Jetzt blende ich euch noch einmal vom Schlafbereich nach vorne mal die Gesamtansicht an. Und mit dieser Vorstellung des Fahrzeugs soll es hier im Inneren zunächst einmal gewesen sein. Und wir gehen noch mal kurz in den Außenbereich. Ja, Jonathan, vielen Dank, dass du uns das Fahrzeug hier in dieser kurzen Vorstellung präsentiert hast. Und du wolltest aber auch noch eine Information loswerden, ne? Genau, sehr gerne. Ihr habt es in den letzten Videos schon gehört, auch in diesem Video zum Schluss.
Ihr wisst, wir haben jetzt am Wochenende Hausmesse, 23. und 24. März. Kommt gerne vorbei, Bundesprogramm, die Fahrzeuge sind offen. Es gibt lecker Essen und Getränke und am Sonntagmorgen das Camper-Frühshoppen. Also kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Alles klar, wir bedanken uns fürs Einschalten. Tschüss.